Es ist der Anlaufpunkt für alle Neukottbusserinnen und Neukottbusser mit und ohne Migrationshintergrund, aber auch Informationsstelle für Studierende und Rückkehrende. Das Welcome Center gegenüber dem Rathaus ist nun schon seit 6 Monaten geöffnet. In dieser Zeit wurden über 360 Menschen betreut, darunter sind auch echte Urkottbusser. Wir beraten aber auch Menschen, die vielleicht auch schon länger hier in Cottbus leben und sich informieren möchten, aber auch Fragen haben, weil viele problemlange Anliegen aufploppen. Und genau da unterstützen wir sie dabei, die passenden Stellen, Orte, Beratungsstellen zu suchen und machen neben dem Clearing eben auch ganz viel Verweisberatung zu den passenden Beratungsstellen, Projekten oder Angeboten. Das kommt auch bei den Landkreisen Barnim, Spree-Neiße und der Uckermark an. Sie alle haben sich bereits vor Ort von dem Konzept informiert. Das Angebot ist vielfältig und reicht bis zum Auslandssemester. Aktuell ist es so, dass wir neben den 2-stündigen täglichen Beratungsangeboten eben auch Beratung für internationale Studierende haben, für internationale Fachkräfte. Dann ist auch noch einmal die Woche 2 Stunden Eurodesk-Beratung. Das heißt, wenn junge Menschen sich über Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes informieren möchten. Und die EGC berät auch eben die Rückkehrenden oder Zuziehenden aus dem Bundesgebiet und bietet einen Unternehmensservice an. Und es kommt noch mehr dazu. Die Agentur für Arbeit will künftig berufliche Beratungen durchführen. Das Angebot wird also ständig erweitert. Darüber hinaus wird in die Migrationssozialarbeit investiert. Dort finanziert die Stadt Cottbus aktuell 23 Stellen.